dann benötigen wir da noch einiges. Okay, der gute Sprung hier. Tio! Oh oh. Hua! Oh oh. Hua! Oh oh. Oh oh! 12 Gold. Scheiße, ich hatte mein Gold wieder eingesammelt. Oh nein, ich bin so blöd. Oh Mann, war das ein. Liegt an der Hitze, Leute. Kann mich nicht konzentrieren. So, ich bin nicht schuld. Hellstone. Was brauche ich denn nochmal für Hellstone? Ach, Obsidian. Okay, und warte, wie viel brauchte ich nochmal für einen Barren? 3. Oh, das ist ja gar nicht so viel. Dann holen wir uns Obsidian. Jetzt ist mein Gold in der Lava. Ja, Wayne, scheiß drauf. Ah, was will man machen? Nicht aufgepasst, selber schuld, ey. Vollidiot. Da war ein Lizard. So, jetzt müssen wir schauen. Hier kommt jetzt langsam Lava. Hier vorne ist dieser wunderschöne Lavasee. So, jetzt wird mal ein bisschen Obsidian gefahren. So lobe ich mir das. Oh, schade. Ah, ich ertrinke. In meiner Schicht wird hier keiner sterben. Okay, machen wir drüben weiter. Und jetzt geht's los. Hat ja nichts mit Wollen zu tun, Holly. Versuche halt hier ein bisschen Terraria zu zocken. Ich glaube schon sogar fast, dass das an Obsidian reicht. So. Okay, komm, wir teleporten uns. Und stellen uns dann ein bisschen Hellstone her. So, Hellstone Barren. Können wir einige jetzt herstellen? 47, das ist schon mal eine Hausnummer. So, 15, 20 und 10. 15, 20, 30, 45. Wir könnten uns die komplette Rüstung herstellen. Och ja. Ah, fuck. Siehst du nicht, dass ich da im Craften bin, du blöder Slime? Wo kommt der eigentlich her? Imp Staff, Summon Damage. Summons an Imp to fight for you. Das ist ja cool. Obsidian Skull, der ist natürlich auch immer nice. Kann man nicht mit dem, warte mal, mit dem Lucky Horseshoe und dem Obsidian Skull, kann man doch so einen Obsidian Horseshoe machen oder so, ne? Pink Horseshoe Balloon, what? Obsidian Horseshoe, genau, alles klar. Das mache ich. Brauche ich dafür Tinkerer oder? Scheiße, dafür brauche ich bestimmt Tinkerers Workshop, ne? Fug.
Oder? Sag's mir. Ah, hier, die Waterwalking Boots. Achso, nee, die brauchen wir nicht. Tinkerer's Workshop. Sheet. Okay. Was habe ich denn hier noch so? Band of Regeneration. Dann nehmen wir den. Band of Regeneration kommt in irgendeine Truhe. In irgendeine Truhe, wo ich auch was reinpacken kann. So. Brauche eine neue Truhe. Oh Mann, so langsam wird's ja echt voll. Obsidian Bricks, die legen wir da hin. Obsidian. Kann weg. Schöne Waffe wäre eigentlich auch geil. Das Feuerschwert finde ich aber nicht so pornös. Der Flamer Ring, der ist nice. 35 Melee Damage. 39 hätte das Schwert. Pickaxe hat 70 und die andere hat 100 Pickaxe Power. Ja, wir brauchen noch ein paar. Ein paar Barren brauchen wir wohl doch noch. Holen wir uns meinetwegen erstmal die Rüstung. Dann sind so gut wie alle Barren weg. Also, 25 Rüstung haben wir aktuell. Ich habe die weggeworfen, nicht ernsthaft. Ich wollte die anziehen. Okay, ich zieh die nach. Ich zieh die erst an, wenn ich das Ding ins vollständig habe. Ach Gott! Was ist denn los mit mir? Ich will mir auf jeden Fall den Boomerang machen, weil der Boomerang, der ist richtig nice gegen Skeleton. Oh Gott, ey. Es ist zu warm, Leute. Mein Gehirn schmilzt dahin. Wow! Bone Serpent. Boah, ja, geil! Geil! Nochmal rein da! Boah! Lecco mio! Nein, jetzt ist mein Lasergewehr leer. Regenerier dich doch, Junge. Die Truhen sehen echt schön aus, finde ich. Einmal abgehauen, ey. Ist mir zu heiß. Ist ja auch die Hölle, ne? Manchmal mache ich noch so aus Versehen diesen Move. Also nicht immer ist das geplant, was ich mache. Aber das kennt ihr wahrscheinlich eh schon von mir. Ich muss mich heilen. So, jetzt ist der Typ aber wenigstens gleich down, oder? Es geht doch immerhin. Immerhin etwas. Ach, hier kann man schlecht abfarmen. Boah, wie soll ich denn da rüberkommen, ohne zu sterben? Okay. So, jetzt können wir hier ein bisschen abfarmen. Wenn der da hochgekommen wäre, ne? Blitzherpes. Hehe, Scheidenpilz. Da liegen 4 Hellstone und ich komme da nicht ran. So, danke für den Hellstone. Oh, Hellfire Arrows. Stimmt, die gibt's ja hier. Immer schön die Dinger kaputt machen. Hellfire Arrows sind nice.
um nicht zu sagen, sehr nice sogar. So, gib her den ganzen Hellstone. Also ich muss nochmal ungefähr, ne, noch mehr sogar. Ein bisschen mehr als eben. Guck mal hier, wir könnten uns den Hellstone mal hier oben reinpacken, damit wir sehen, wie viel wir haben. Von unten kommt auch noch ein Typ, ey. Also das Spiel hasst mich heute. Liegt nicht an mir. Ich spiele eigentlich sehr gut, kann man sagen. Aber das Spiel, ne, das ist, ja, das mag mich heute nicht. Okay, die anderen kriege ich von hier aus nicht. Na komm her, Junge. Hätte noch anrempeln können. Ah, ist unhöflich eigentlich, ne? So, hier vorne ist noch ein schönes Vorkommen. Den hältst du kriegen wir noch. Ja, klar. Na klar kommt ein Dämon von oben. Ach, hier ist Lava einfach so auf dem Boden. Wer denkt sich denn sowas aus? Wenn ich jetzt sterbe. Unverdient. Ah. Das Obsidian schon wieder weggelegt, wa? Ich mach auch bald Feierabend, ey. Ich merk schon, dass ich echt jetzt ohne Witz jetzt mal. Merk schon, dass ich langsam so ein bisschen. Bisschen dämlich mich anstelle. So, und jetzt guck mal, jetzt klicke ich extra hier so rüber. Damit das auch auf jeden Fall hinhaut. So. So, und jetzt haben wir hier immerhin mehr Melee-Damage sogar. Und 31 Verteidigung schon mal. 17% extra, ist nicht schlecht. Das kann man schon mal machen. Und diese Rüstung kommt weg. Die kommen hier mit rein. Ascheblöcke können wir behalten erstmal. Und jetzt zumindest den Boomerang. Den Boomerang würde ich gerne noch herstellen, Leute. Und dann schauen wir mal. Skeleton sparen wir uns dann. Für eine Aufnahme, wo ich ein bisschen frischer bin, hier oben. In meiner Butterbirne. Und dann gehen wir aber diesmal hier nach links. Auch wenn wir hier eben auch schon mal gestorben sind. Ist aber nicht so schlimm. Sterben gehört dazu. Solange man nicht hart und spielt. Können wir uns auch nochmal überlegen, wie gesagt, ob wir auch mal Hardcore wieder machen wollen. Verzieh dich, Junge. Der elende Stalker, ey. Ich will die Dinger auf jeden Fall kaputt machen, wie gesagt, die Hellfire-Gedöns-Dinger da. Die sind schon geil, Hellfire-Arrows. Bone Serpent, ehrlich? Was denn? Wer hasst mich denn jetzt so? Du sollst das Schwert nehmen, danke. Ah, Gott.
Serpent hält so viel aus. So, geht doch. Sehr mal Ruhe im Puff, bitte. Kommt da vorne gleich schon wieder einer. Warte. Ascheblöcke. So, jetzt kommt hier keiner mehr. Jetzt ist hier echt Ruhe erstmal. Hellstone, 5 Stück nur noch. Das ist natürlich nichts, ne? Da sollten wir mal ein bisschen was raussuchen schon. Also, den Boomerang, der ist Pflicht. Mit denen habe ich, glaube ich, in Staffel 2... Warte, nee, Staffel 2... In irgendeiner Staffel habe ich es auch mit Dingens gemacht. Mit dem Flame-Boomerang und das ging richtig gut ab. Na gut, man weiß jetzt natürlich wieder nicht, was haben sie sich jetzt für Expert ausgedacht, ne? Was haben sie da wieder für böse, böse Sachen implementiert? Ich traue denen ja alles zu, muss ich gestehen. Von daher... Weg mit der Lava, danke. Drüben ist noch eine schöne Ader. Wir können jetzt immerhin auf dem Hellstone stehen. Das ist auch schon mal was. So, jetzt... Eigentlich bräuchten wir erst einen Abfluss. Obwohl, theoretisch haben wir ja hier einen Abfluss. So, jetzt haben wir einen richtigen Abfluss. Das könnten wir hier auch noch öffnen. Genau. So, läuft bei uns. Können wir hier, glaube ich, dieses ganze Hellstone-Gedönse abfarmen. Warte mal, wir sollten... Warte. Ich sollte hier unten anfangen. Dann kann das hier direkt rausfließen, ja. Das ergibt Sinn, Grants. Das ergibt Sinn. Okay. Okay, guck mal, das wird gleich sogar das ganz große Lava-Vorkommen da vorne anzapfen. Dann müssen wir aufpassen. Weil spätestens dann bringt der Abfluss wohl auch nichts mehr. Ich möchte zumindest noch den Hellstone abfarmen, der hier drin liegt. Das sind immerhin 6 Stück. 6 Stück da! Haben oder nicht haben? Naja, Kleinvieh hat auch Mist. 10 Stück jetzt sogar schon. Das sind schon mal 3 Blöcke. Okay. Dann lasst uns hier raus. Hier habe ich, glaube ich, so abgefarmt, wie es geht. Ach, jetzt sind die blöden Vögel hier. Okay. Dann haben wir... Ach, da ist wieder so eine Guide Voodoo Doll. Ja gut, so selten sind wir jetzt auch nicht, dass ich da extra hingehen muss, ne? Wo kommt denn die Lava jetzt her? Was ist das für ein... Was? Scheiße. Ich habe diesen Dingens gemacht, diesen Move. Den hätte ich wohl nicht machen sollen. Okay, lasst uns schauen, ob wir unseren Boomerang zusammen haben. Und dann mache ich wirklich Feierabend. Ich krieg leider nichts mehr zusammen. Ich weiß nicht, ob es echt daran liegt, dass es so warm ist. Keine Ahnung. Oder ob das nur eine Ausrede ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall holen wir uns den Flamerang. Critical Strike ist geil. Jetzt habe ich auch noch einen... Warum trinke ich jetzt einen Trank? Oh Mann. So, Crafting. Die guten Hellstone-Barren. Also.
Hier, Drill Containment Unit, das brauchen wir vielleicht später irgendwann nochmal. Den Imp Staff, den brauchen wir jetzt nicht so dringend, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das ist okay. Den Phoenix Blaster, dann müssen wir die Handgun erstmal haben. Finde ich auch nicht so wichtig. Die Pickaxe. Ich weiß nicht, ob wir die Molten Pickaxe brauchen. Wir könnten sie uns noch herstellen. Ich finde halt das Greatsword, ne, mit 43 Milischaden. Das ist schon eine Hausnummer. Kann man später ja auch gebrauchen für Night's Edge, glaube ich. Nee. Night's Edge ist das... Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Man brauchte das irgendwie für dieses eine Schwert, aus dem alle vier Schwerter, keine Ahnung. Und Molten Fury. Boah, 13 und der hier hätte 32. Also es würde sich vielleicht noch lohnen, ein bisschen Hellstone abzufarmen. Könnten wir uns nächstes Mal überlegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal den Boomerang. Das ist schon mal etwas. Du bleibst jetzt hier. Dankeschön. Tschuh, der wird geil. Ich weiß gar nicht, zündet er die Leute noch an? Bin mir nicht sicher. Very strong lockback. Okay, Leute, komm, lasst uns Feierabend machen für heute. Ich weiß, es ist ein bisschen früher, wo ich jetzt heute Schluss mache, aber ich muss, wie gesagt, morgen echt früh raus. Und deswegen heute nicht ganz so lang der Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart. Macht euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns in der nächsten... Im nächsten Terraria-Stream oder auf YouTube, je nachdem, wo ihr es schaut. Haut da rein, wa?